Tipps und Trendszeit im Mai hier bei Allgäu TV. Dazu begrüße ich Sie an dieser Stelle ganz herzlich. Lehnen Sie sich zurück, machen Sie es sich gemütlich, denn heute geht es als erstes um kulinarische Genüsse. Die Bäckerei Speiser ist dafür bekannt, mit die besten Brezen im Allgäu zu backen. Denn auf handwerkliches Können legt sie den allergrößten Wert. Alle Backwaren entstehen in einer großen Backstube in Kempten und ganz stilecht und frisch können Sie die Backwaren in der Filiale in Waltenhofen genießen. Draußen ist es noch lange dunkel, wenn in der Backstube der Bäckerei Speiser Brote, Semmeln und die weithin bekannten Brezen entstehen. Auch wenn viele Aufgaben inzwischen von Maschinen übernommen werden, die entscheidenden Schritte werden hier immer noch von Hand erledigt. Und auf noch etwas legt man hier Wert: Zeit. Dem Teig wird immer reichlich Zeit gegeben. Das macht das Endprodukt bekömmlicher und es bleibt auch länger frisch. Sind die Brezen fertig, werden sie noch warm verladen und in die Filialen gefahren, beispielsweise in die neue Niederlassung in Waltenhofen. Viel frischer als hier kann man Backwaren kaum bekommen. Wir verwenden keine Industrieware. Es wird alles selber gemacht, traditionell nach alten Rezepten. Das macht uns einfach aus. Es ist die Tradition mit Hand und Herz. Man schmeckt. Es macht einfach qualitativ einen Riesenunterschied, ob ich jetzt Industrieware verwende oder ob ich das wirklich alles selber mache mit guten und regionalen Rohstoffen. Darauf legen wir einfach Wert. Das macht uns aus. Highlight in Waltenhofen ist nicht nur das große Angebot an feinsten Backwaren. Es ist vor allem auch das Frühstücksangebot. Egal ob Käse, Wurst oder Obst, alles hier ist vom Feinsten, super frisch und schmeckt richtig gut. Viel besser als mit einem vollwertigen Frühstück in der Bäckerei Speiser in Waltenhofen kann man wohl kaum in den Tag starten. Bleiben wir noch im kulinarischen Bereich. Ob für eine Brotzeit am Abend, beim Wandern oder für ein gemütliches Grillfest, für viele Menschen gehört ein schönes Steak oder eine herzhafte Wurst mit dazu. Was die Qualität betrifft, gibt es hier aber große Unterschiede. Die Metzgerei Rauch in Waltenhofen-Hegge geht da keine Kompromisse ein. Die Tiere kommen aus der Region und fast alles wird von A bis Z noch selbst hergestellt. Die Metzgerei Rauch im Waltenhofener Ortsteil Hegge, traditionelles Handwerk, vereint mit modernen Methoden, sorgt für hohe Qualität und ist ein echter Genießergeheimtipp im Oberallgäu. Ich glaube, wir sind einfach nur eine der wenigen klassischen Metzgereien. Wir haben alles bei uns in der eigenen Hand. Wir kaufen die Tiere noch beim umliegenden Landwirt. Wir schlachten selber, wir zerlegen selber, wir produzieren selber und verkaufen am Ort. Eine Direktvermarktung gibt es nicht mehr. Den Familienbetrieb gibt es bereits in der vierten Generation. Das Fleisch kommt von umliegenden Landwirten. Alle Rohstoffe sind aus der Region im Umkreis bis 40 Kilometer. Wir bieten das breite Sortiment. Wir haben in der Zwischenzeit auch die technischen Voraussetzungen, alles zu produzieren und selbst zu produzieren. Und das ist auch eine große Stärke von einer regionalen Metzgerei, dass wir heute schon von Salami, Rohwurst angefangen, bis zur Brühwurst, bis zum Partyservice, alles dem Kunden bieten können. Qualität ist für die Metzgerei Rauch das A und O. Deshalb legt man Wert darauf, regelmäßig Kontakt zu den Landwirten zu halten und die Tiere vor Ort selbst zu kontrollieren. Wir merken, dass der Trend wieder geht zum Fleisch, aber zum hochwertigen Fleisch. Wir brauchen nicht unbedingt die Massen verkaufen, sondern wir wollen Qualität verkaufen und wir wollen die Beratung dazu bieten. Übrigens, die Metzgerei Rauch bietet neben dem Fleisch- und Wurstverkauf auch einen eigenen Partyservice. Das, was die kleinen Spezialgeschäfte der Innenstadt den Online-Riesen voraus haben, sind Fachwissen und Beratungsqualität. Bei Laufsport Saukel geht man noch einen Schritt weiter, denn jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist nicht nur selbst leidenschaftlicher Läufer, sondern hat einen Großteil des Angebots auch selbst getestet. Wir haben dem Team mal bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Julian Gessenauer mit einer Kundin bei der dynamischen Laufanalyse. Hier bei Laufsport Saukel legt man größten Wert darauf, den Kunden und dessen Fuß so genau wie möglich kennenzulernen. Das ist die Voraussetzung, damit aus der großen Auswahl an Laufschuhen auch wirklich der richtige ausgewählt wird. Und das macht gerade Marika Schleifer für ihren Kunden. Manche Schuhe haben kleine Stützen eingearbeitet, andere sind für bestimmte Fußformen besser geeignet. Ob sie den richtigen Schuh gewählt hat, erfährt sie nicht nur vom Kunden.
Sie kann es auch mit Hilfe von Kameras und Computern auf dem Laufband überprüfen. Was ihr und allen anderen im Team von Laufsport Zaukel hilft, sie testen hier alle Artikel ausgiebig. Wir können dem Kunden sagen, wie fühlt sich der Schuh an nach 5 Kilometer Laufen? Was hat der Schuh für Eigenschaften? Und ich kann einfach eine viel bessere Beratung dem Kunden bieten, wenn ich selber in dem Schuh drin gestanden bin und weiß, wie verhält sich der Schuh im Regen, auf dem Asphalt. Also dass einfach wirklich der Schuh getestet ist, und das kann ich an den Kunden dann sehr gut weitergeben. So wichtig auch der Laufschuh ist, die restliche Laufbekleidung sollte ebenfalls sorgfältig ausgewählt werden. Sie muss Feuchtigkeit schnell nach außen führen, eng anliegen und dabei immer auch den Körper vor Wind und Kälte schützen können. Und wenn sie auch noch gut aussieht und man sich drin wohlfühlt, umso besser. Viele Unternehmen haben derzeit mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen. Darunter leiden nicht nur Autohersteller und Unternehmen, die für ihre Produkte Halbleitertechnik benötigen. Auch Fahrrad-, E-Bike-Händler sind davon betroffen. Bei Zweirad Lemle in Bad Grönenbach hat man frühzeitig und vorausschauend mehr bestellt, da man auch über ein sehr großes Lager verfügt. Während anderenorts die Not einiger Radhändler groß ist, den Kunden ein breit gefächertes Angebot zu machen, bei Zweirad Lemle in Bad Grönenbach hat man dieses Problem nicht. Hier hat man rechtzeitig große Posten Bikes 14 deutscher Hersteller geordert. Wie man sieht, kann man nicht vom Problem sprechen. Wir haben hier unsere Full Suspension E-Mountainbike-Kategorie. Die geht von ganz davon bis dahinter. Das heißt, das ist so die Benchmark. Das sind so die High-End-Modelle im Bereich E-Mountainbike Full Suspension. Das Ganze haben wir hinten noch im Hardtail-Bereich. Das heißt, nur vorne gefedert, aber in der gleichen Auswahl, in der gleichen Menge, in jeder Variation verfügbar. Verfügbar sind auch unterschiedlichste Modelle für Kinder und Jugendliche sowie Fahrräder mit und ohne Hilfsmotor. Unsere Kernkompetenz seit 1984 ist natürlich das Rennrad. Das begleitet uns nach wie vor. Wir haben hier extra eine Abteilung, mittlerweile auch für Gravelbikes, Crossräder und natürlich Rennräder. Mittlerweile gibt es diese Kategorie, wo wir sehr gut aufgestellt sind, mittlerweile mit 8 verschiedenen Marken, auch mit dem Thema E-Motor. Ein wichtiger Grund, warum die Auswahl hier immer noch so riesig ist, ist das große Außenlager. Hier ist immer so viel vorrätig, dass auch der Online-Shop von Zweirad Lemle aktuell jede Menge Räder bieten kann. Am besten ist es aber immer, selbst einmal das Rad auszuprobieren. Bei Lemle stehen dafür genügend Bikes zur Verfügung. Schon im Jahre 1855 wurde das Unternehmen Stehlin gegründet. Seither ist es kontinuierlich gewachsen. Inzwischen wird Stehlin schon in der 6. Generation von Familie Pickert geführt. Ja, und was eine Innenarchitektin beim Schreibwaren- und Bürospezialisten macht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Dass man in der neu renovierten Bürowelt von Stehlin in der Kemptener Innenstadt alles bekommt, was man im Büroalltag so braucht, dürften viele Allgäuer bereits wissen. Neu könnte für manche sein, dass es neben Kalendern und Ordnern auch ein stetig wachsendes Angebot für Ökoprodukte und Arbeitssicherheit gibt. Die größte Erweiterung bei Stehlin in letzter Zeit hat es aber in der Einrichtungskultur gegeben. Dort arbeitet jetzt ein interdisziplinäres Team aus Schreiner, Arbeitsplatzexperten und Innenarchitektin daran, neben besonderen Wohnkonzepten zum Wohlfühlen, Firmen auch komplette Bürokonzepte auf den Leib zu schneidern. Das garantiert effiziente und zukunftsfähige Arbeitsplätze, eine hohe Arbeitssicherheit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Der Kunde hat einen Ansprechpartner, er gibt quasi die komplette Aufgabe ab. Wir liefern quasi eine schlüsselfertige Lösung. Er kommt in sein Büro und alles ist fix fertig. Es geht vom Boden los. Dazwischen mit Schreibtisch und Bürostuhl natürlich geht es weiter, und wir kümmern uns auch um die Themen wie Licht und Akustik. Wir haben verschiedene Herangehensweisen an Problemstellungen oder Anforderungen des Kunden. Wir können so verschiedene Lösungen anbieten und gehen immer individuell auf den Kunden ein und können so unseren Kunden optimal und vor allem rundum betreuen. Gleich groß geblieben ist hingegen die Papeterie. Egal ob Stifte, Künstlerbedarf oder Schulranzen. Kaum etwas, das es hier nicht gibt. Und übrigens, für seine Kunden bietet Stehlin sowohl ein eigenes angeschlossenes Parkhaus sowie einen barrierefreien Zugang an.
Manche Entscheidungen im Leben, die trifft man sehr überlegt. Und dazu zählt sicherlich auch der Kauf und Verkauf einer Immobilie. In diesen Fällen braucht man oft eine professionelle und vertrauensvolle Beratung. Ja, und genau diese erhalten Sie bei der Immoliesel in Kaufbeurens Innenstadt. Bei Ihrer Maklerin mit Herz. Immobilien und Beratung mit Herz, das gibt es bei der Immoliesel in Kaufbeuren. Wer eine Immobilie kaufen, verkaufen oder mieten möchte, bekommt hier genau die Beratung, die er braucht. Freundlich, offen und professionell wird hier dem Kunden geholfen. Und das immer auf Augenhöhe. Jede Immobilie ist mehr. Ob wir im gewerblichen Bereich reden, wo es vielleicht darum geht, meine Existenz zu sichern, oder egal ob Wohnung oder Haus, ein Zimmer-Apartment, Villa. Es geht um viel Geld, aber im Endeffekt, es ist unser Zuhause. Egal, ob man sich umschauen möchte oder ob große, schwierige Fragen auf dem Herzen liegen. Die Türen der Immoliesel stehen allen offen. Familien mit Kindern können sich hier dank der Kinderspielecke genauso entspannt über Immobilien informieren wie Paare, die ein neues Eigenheim suchen. Die Zeit und Ruhe, die jeder ganz individuell braucht, um solch wichtige Entscheidungen zu fällen, gibt es hier auf alle Fälle. Umfassende Kompetenz für die perfekte Beratung gibt es bei der Immoliesel, denn Ruth Essenwanger ist nicht nur geprüfte Maklerin, sondern auch Bausachverständige für Immobilienbewertung. Wenn eine Immobilie mehreren Personen gehört und man muss dann eine Entscheidung treffen, dann braucht man einen Wert der Immobilie und dann kommen wir ins Spiel. Ins Spiel, das kommt die Immoliesel bei vielen. Denn schließlich findet man hier einen Ansprechpartner, dem man sein Vertrauen schenken kann, bei der Immobilienmaklerin mit Herz. Hier bei uns im Allgäu und der Bodenseeregion gibt es schon seit einigen Jahren die MyClick-Card. Eine Bonuskarte, mit der Sie bei allen teilnehmenden Händlern tolle Preisvorteile oder kleine Extras erhalten. Es lohnt sich also auf alle Fälle, mal etwas genauer auf das Zeichen der MyClick-Card zu achten. Wer in der Allgäu-Bodenseeregion unterwegs ist, sollte bei der nächsten Shoppingtour nach diesem Zeichen suchen. Denn das bedeutet, dass dieser Einzelhändler Teil des MyClick-Card-Bonusprogramms ist. Einfach die Karte oder auch die kostenlose App vor Ort zeigen und schon kann man einen der vielen Vorteile, den die Karte bietet, genießen. Einige Vorteilspartner bieten ab einem bestimmten Einkaufswert kleine Geschenke an. Andere wiederum geben bei Vorzeigen der Karte Rabatte. 5-10% können da schon mal drin sein. Mit der Karte kann man aber nicht nur beim Einkaufen wertvolle Vergünstigungen erhalten. In Tanz- oder Sportstudios kann es beispielsweise eine Gratisstunde oder Preisnachlässe auf bestimmte Kurse geben. Im Freizeitbereich kann es sein, beim Eintritt in einen Park Gruppenrabatt zu bekommen, ein Essen günstiger oder vielleicht einen Preisnachlass auf ein Getränk zum Essen zu erhalten. Hier hat jeder Vorteilspartner etwas Eigenes im Angebot. Unter der Internetadresse www.myclickcard.de erhalten Sie einen Überblick darüber, bei welchem Händler Sie welchen Vorteil genießen können. Ziel der Karte ist es, den Einzelhandel der Region zu fördern und die Innenstädte zu beleben. Gestartet wurde die Aktion von RSA Radio, Allgäu TV und Radio Galaxy. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren und hoffe, Sie bleiben uns hier bei Allgäu TV auch weiterhin treu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.